Sportminister Heinz-Christian Strache ist Montagnachmittag im Fitnesscenter John Harris zu Gast. Auf der Agenda steht das Thema Doping. Gemeinsam mit der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, will man den sauberen Sport fördern. Das Fitnesscenter John Harris wird als erstes Sportstudio Österreichs mit einem Anti-Doping-Gütesiegel ausgezeichnet. Ja, zum einen hat gerade die heutige Übergabe letztlich eines Gütesiegels, eines Anti-Doping-Gütesiegels für das John Harris, vor allen Dingen mit der professionellen Arbeit hier in dem Fitnesscenter zu tun, wenn es um Fitnesssport und Breitensport geht, dass man im Bereich der Information und der Prävention sicherstellt, dass Fitnesssportler und Breitensportler aufgeklärt werden, wie schädlich Doping im Allgemeinen ist und dass man sich auch nicht selbst betrügt und die Finger von solchen Sachen lässt. Und das ist das Schöne, dass hier also auch der Chef, nämlich der Herr Magister Ernst Miner, da auch gemeinsam mit der NADA, mit dem Magister Cepic, in diesem Programm das sicherstellt. Und dieses Gütesiegel wurde heute auch entsprechend hier vergeben, und das ist ein ganz toller Weg, den wir beschreiten wollen und auch mit weiteren Fitnessstudios auch in Angriff nehmen. Wir hatten schon Gespräche im Vorfeld der heutigen Pressekonferenz. Die Zusammenarbeit aus meiner Sicht läuft genauso professionell weiter, wie es vorher war, und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Das ist unser Hauptclub hier im Schillerplatz, und ich freue mich, dass wir das erste Gütesiegel bekommen haben. Den sportbegeisterten Menschen gerade im Breitensport ist zu raten, sauber zu bleiben. Denn schneller, höher, weiter geht auch ganz ohne Doping.